in einem kapitalistischen System. An uns wurde Massaker begangen. Der Faschismus, der Osmanische und der jetzige Erdogan. Was haben wir zurzeit in Rojava? Die türkische Armee ist mit den Dschihadisten der sogenannten Freien Syrischen Armee ins kurdisch selbstverwaltete Rojava in Nordsyrien einmarschiert. Die Aggression der Türkei unter dem Vorwand, die YPG sei eine Terrororganisation, muss gestoppt und als Lüge entlarvt werden. Die Welt muss Erdogan aufhalten, bevor es einen verheerenden Fleckenbrand gibt. Es darf nicht angehen, dass ein NATO-Land ein völkerrechtswidriges Angriff auf einem Gebiet, auf einem anderen Land ausübt und die ganze NATO dazu schweigt. Unser Volk wird diesem Angriff widerstehen. Gestern hat Stoltenberg gesagt, er hätte ja Verständnis für die Sicherheitsinteressen der Türkei. Ja, wo sind denn da? Ist denn die Sicherheit der Türkei gefährdet durch ein selbstverwaltetes Gemeindegebiet? Wir sind unheimlich viele heute. Wir sind mindestens 6000 Menschen. Deutschland muss sowohl in der NATO wie in der UNO den Krieg der Türkei stoppen. IS. Wir kämpfen für Rojava, weil es das leuchtende Beispiel in dieser Region ist. Für mehr Demokratie, für mehr Rechte der Frauen. Erdogan droht der EU offen, dass sobald ein europäisches Land eingreifen würde oder seinen Angriff als türkische Invasion bezeichnet, er die Grenzen für rund 3,6 Millionen Flüchtlinge öffnet.